Hallo zusammen, Eizocke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest Hin und Hergerissen, anzunehmen bei Hochkommandant Kamses in Uldum. An dieser Position ist eine wiederholbare Quest, die verfügbar sein kann, wenn so ein Angriff von den Zod auf Uldum stattfindet. In diesem Bereich nennt sich Angriff das Schwarze Imperium oder so. Nehme die Quest gleich mal an. Und nun soll man 2 Löwenhüter töten. Zeige euch, wo man die findet. Diese Quest muss aber nicht verfügbar sein, wenn dieser Angriff da ist, da jeder Angriff mehrere wiederholbare Quests beinhaltet, die durchwechseln. Also nicht wundern, wenn sie bei euch nicht da ist. Ich suche jetzt nach was Bestimmten, werdet ihr gleich sehen. Und hier seht ihr so ein Löwenriss. Wie ihr seht, das Questgebiet ist ziemlich groß eingezeichnet. Aber ich habe hier diesen Löwenriss gefunden, den untersuche ich, also benutzen. Und nun sollten Mobs spawnen. Wie ihr seht, ist da noch kein Löwenhüter dabei. Der wird noch spawnen, sobald man eine bestimmte Anzahl, schätze ich, von diesen kleinen Mobs getötet hat. Da kommt der böse Hüter und will uns züchtigen oder so. Beziehungsweise uns zeigen, wo es lang geht. Da ist auch schon der Löwenhüter. Ist so ein schwarzer Elementar. Zumindest sieht sein Körper so aus wie bei einem Elementar. Oder so ähnlich. Und jetzt habe ich 1 von 3 getötet. Jetzt ist noch ein anderer Mob geredet. Und jetzt geredet hier gleich noch mehr. Mal schnell abhauen. Diese Risse sind immer bei diesen schwarzen Stellen, sage ich mal. Schwarz-lila. Also woanders habe ich die noch nicht entdeckt. Ist also ziemlich leicht zu finden, finde ich. Denn man kann einfach drüber fliegen. Und schau, wo so ein Riss ist. Wie man sieht, machen hier mehrere Leute die Quests. Deshalb muss ich ein bisschen suchen. Während des Fliegens der Hinweis, dass ich eine Facebook-Seite habe. Link dazu findet ihr in meinem YouTube-Kanal-Banner. Auf der Seite poste ich des Öfteren, was ich gerade aufnehme. Oh, hier ist so ein Löwenriss ohne dieses lila Zeug. Also kann es auch geben. Ist mir vorhin nicht aufgefallen, also bevor ich aufnahm. Zur Facebook-Seite. Dürft ihr auch liken, abonnieren, wie ihr wollt. Sie dient dazu, euch ein bisschen auf dem Laufenden zu halten. Komm schon, ich will nicht den Elite reden. Jawohl, oder? Sollte passen. Dann lieber noch 5 kleine Mobs als den Elite. Oh nein, jetzt habe ich ihn auch noch angehauen, versehentlich. Egal, ich habe Schattenmimik. Also werde ich gleich mal Schattenmimik benutzen. So. Jetzt habe ich schon 3 Löwenhüter getötet. Und fliege denselben Weg nochmal zurück. Okay, hier ist ein Löwenhüter, der nicht gemacht wurde anscheinend. Den mache ich jetzt nicht. Ich will euch ja zeigen, wo noch solche Portale vorkommen können, solche Risse. Weil ich dachte vorhin, die sind bloß bei diesem violetten Zeug. Aber man hat was gesehen. Es war nicht so. Hätte ich da das Video beendet, hätte ich falsche Informationen gegeben. Das will ich ja nicht. Na komm schon, ein Leben, wie so schwer kann's nicht sein. Wo ist deiner? Hier ist deiner. Also der ist wieder bei dem lila Zeug. Also da sind sie meistens vorhanden, sag ich mal. So wie mir aufgefallen ist. Kann mich natürlich auch täuschen. Hat man ja gerade gesehen. Ja, jetzt die ganzen kleinen Mobs töten.
Und das sollte wieder der Löwenhüter erscheinen. Diesmal edit auch noch was anderes mit. Kommt da was von hinten? Ey. Also man muss hier ein bisschen aufpassen. Ja, ich habe keine Lust zu kämpfen. Ich werde einfach mal fliehen. So, Quest ist ja bereit zur Abgabe. Und mal schauen, wie lange der Mob braucht, um zurückzusetzen. Ja, jetzt. Dann zeige ich euch noch, wo man diese Quest abgibt. Und finde, das ging ziemlich flott. Uhrzeit sieht man 9:30 in der Früh. Ich schätze mal, am Abend zu Primetime wird es nicht so leicht sein, diese Risse zu finden. Da könnt ihr einfach mal schauen, ob Leute gegen welche kämpfen. Weil, wie es aussah, kann man einfach auf die Mobs von den anderen Leuten mit draufhauen. Also man muss nicht unbedingt selbst diesen Riss haben. Quest ist abzugeben bei Hochkommandant Kamses in Uldum an dieser Position. Hoffe, mein Video konnte euch helfen. Falls ja, dürft ihr mir auch helfen, indem ihr das Video positiv bewertet und oder meinen Kanal abonniert. Ich blende euch auch hier in der Mitte so einen Abonnierknopf ein. Würde mich freuen, wenn ihr den anklickt. Eizocke, Ende.